Aufzeichnen an. Also erstmal herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Kurses Einführung in die klassische Homöopathie. Eigentlich ist es ja sogar schon Kurs 9, weil es ja 7 vorangegangene Einheiten gab. Und heute, also für heute hatte ich euch ja so eine kleine Aufgabe gegeben, und zwar über die Wahnideen. Magst du vielleicht einfach Mittel für Mittel mal vorgehen, was du dir vorstellen kannst, könntest, warum jetzt diese Mittel, diese Wahnidee besessen zu sein haben? Einfach so kleine Vorstellungen davon. Ich werde dazu dann Ergänzungen geben. Okay? Okay. Also Alumen war am schwierigsten zu finden. Im Böhrige stand dazu fast gar nicht. Und ich habe bei Systemsat was gefunden. Da wird das Delirium beschrieben und die Gedächtnisschwäche. Du hast eben Alumen gesagt. Meinst du Alumina oder Alumen? Alumen. Das ist aber Alumina, dieses Mittel. Ich sehe gerade. Daran lag das vielleicht, dass du so relativ wenig gefunden hast, denn das ist eigentlich ein sehr, sehr großes Mittel, Alumina. Alumina ist ein wirklich großes Mittel und im Böhrige findest du dazu sehr viel, aber die Gedächtnisschwäche ist auf jeden Fall richtig. Die hat nämlich Alumen mit Alumina gemeinsam. Hast du noch was, also da du dazu jetzt nichts gefunden hast, möchte ich das einfach mal ganz kurz sagen, was zu Alumina dazu zu sagen ist. Alumina ist ein Mittel, bei dem sehr deutlich wird, dass der Patient mit der Zeit immer verlangsamter wird. Alles wird langsamer. Das Denken wird langsamer, das Sprechen wird langsamer, das Gehen wird langsamer. Und es ist ein großes Mittel, das also im Zusammenhang auch mit Multiple Sklerose zu sehen ist, überhaupt mit irgendwelchen Erkrankungen, die mit dem Nervensystem zu tun haben. Die Verlangsamung zeigt sich auch in der Verdauung bei Alumina. Das ist so, dass die solche Verstopfung kriegen, dass der Stuhl komplett trocken wird und sie tatsächlich sogar mit dem Finger nachhelfen müssen, um den Stuhl rauszubekommen. Das heißt, sie müssen richtig, um Stuhlgang zu haben, den Finger reinstecken und das rauspulen, weil es eben so trocken ist. Das liegt daran, dass eben der Darm so träge ist, alles eben so langsam ist, dass eben das letzte Wasser auch noch aus dem, ja letztendlich den Fäzes herausgesogen wird. Und da nun alles verlangsamt wird bei Alumina, kommt es auch irgendwann zu dem Punkt, dass die gar nicht mehr wissen, wer sie sind. Sie kennen sich selbst, also ihre eigene Identität geht verloren. Sie haben das Gefühl, wenn sie selbst sprechen, dass jemand anders spricht. Und deshalb haben sie die Wahnidee, besessen zu sein. Sie sagen etwas und haben das Gefühl, oh Gott, wer hat das jetzt gerade gesagt? Tja, ich habe zwar geguckt, also ich würde so unter Kopf gucken und dann Schmerz und dann müsste ich weitersuchen. Genau, dann musst du, dann geht es auf Hinterkopf. Und dann findet man als Unterrubrik morgens. Und hier seht ihr das jetzt also, Kopf, Schmerz, Hinterkopf und dann als Unterrubrik morgens. Das ist also die Rubrik. Da gibt es dann eben auch noch andere. Mal kurz, kann ich das hier nochmal ein bisschen nach drüben schieben. Kann ich euch nochmal zeigen, wie das da drüber aussieht. Hier habt ihr also letztendlich Hinterkopf, geht über alles Mögliche, Kopfschmerz, Hinterkopf und dann rechts, eine Seite, rechts brennt, drücken auseinander und so weiter, dann links und dann tagsüber und dann morgens und so weiter. Okay, die nächste Rubrik war hierbei Kopf in den, also Kopfschmerz in den rechts in den Schläfen. Und hier ist es eben ganz genauso, Kopf, Schmerzen, Schläfen und dann rechts. Selber Ablauf wie eben, also erstmal nach dem Schmerz gucken, dann nach dem Ort des Schmerzes und dann nach den weiteren Bestimmungen dieses Schmerzes. Und dann kann dieser Schmerz, der dann rechts ist, natürlich auch noch brennend, drückend, dumpf sein und so weiter. Die Gemütsrubriken, die sind für euch ganz einfach wichtig, weil ihr auf diese Art und Weise letztendlich anfangt zu verstehen, wo könnte ich bestimmte Symptome finden. Ja?
Und deshalb möchte ich euch diese, also das auch bisschen zeigen, also was für Mittel dafür eben auch in Frage kommen. Diese Rubriken stammen letztendlich, kommen von Günther, der also diese Rubriken zusammengestellt hat, und das sind A- und B-Rubriken, das sind also wirklich wertvolle Rubriken, die man häufig braucht. Nicht mehr weitergeht, wenn ihm eine Katze über den Weg gelaufen ist. Nicht nur, dass der sagt, oh, da läuft die Katze von rechts nach links oder links nach rechts. Ich weiß jetzt nicht genau, welches von den beiden Sachen irgendwie schlimmer ist. Da würde jemand vielleicht denken, oh ja, das ist ja jetzt, das war ja nicht so gut, da könnte mir ja jetzt gleich was passieren, geht dann aber trotzdem weiter. Derjenige, der wirklich abergläubisch ist, dreht sich um und geht einen anderen Weg. Das ist wirklich abergläubisch, und um diese Rubrik anzuwenden, muss es wirklich deutlich sein. Okay.